Liebe Freunde. So, jetzt habe ich ihm schön dazwischen geredet. Ist aber nicht so schlimm. Willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit dem Master Merchant. Ja. Und ja, wir das machen weiter. Das ist korrekt, ja. Ich wollte mal kurz hier die Burg ein bisschen bei Nacht zeigen. Sieht schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Du, wir legen uns hin, sagst du? Ich glaube ja. Dann legen wir uns mal hin. Ach, die Burg sieht schon nicht schlecht aus. Die Burg bei Nacht. Burg. Sieht schon nicht schlecht aus, oder? Sieht nicht schlecht aus. Aber egal, was du sagst, ich sehe entschieden besser aus. Ich habe dich gesehen. Ah, was willst du hier? Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon schlafen. Geh schlafen. Halt. Du bist so richtig im Bett. Geht das bei dir, ja? Was? Dass du dich ins Bett legen kannst. Ja, ja. Ja, weil da ein Monster in deiner Nähe ist. Also, ich kann mich hinlegen. Gut. Ich auch. Und aufwachen. Nö, du liegst nicht. Natürlich liege ich. Nein, du liegst nicht. Ey, willst du mich verarschen? Ich liege im Bett. Du liegst nicht. Komm her und guck dir an, wie ich hier hinlege. Ich sehe, wie du dich bewegst auf der Minimap, du Sack. Okay, jetzt liege ich aber. Leg dich hin. Ich liege. Kannst du dich jetzt mal bitte ins Bett legen? Ich will jetzt endlich weiterarbeiten. Was willst du hier? Junge, jetzt geh endlich pennen. Nee. Bleib da liegen. Liegst du jetzt endlich? Ich liege, ja. Passiert jetzt nichts? Weil du nicht im Bett bist. Willst du mich verarschen? Okay, der nervt mich. Jetzt bleib ich wach. So. Hi, Creeper. Bitte zerstör sein Haus. Ah, nee, du hast es ja auch. Hi, Creeper. Boah, voll geil. Ich hab solche Feueranimationen, wenn das Ding explodiert. Leg dich jetzt ins Bett. Wir können das Spiel jetzt auch noch ein bisschen länger machen. Also wenn du dich nicht hinlegst, dann wird das natürlich nichts. Was? Geht doch. Also, warum hast du dich vorher nicht hingelegt? Musst du denn immer erst grob werden, du alter Piffel, du? Hey, was willst du jetzt von mir? Wieso hast du dich vorher nicht hingelegt? Alter, ich warne dich, ich töte dich. Mein Dia-Schwert. Aber warte mal. Mach normal, es gibt ein gutes Thumbnail. Spiel mal auf mich. Boah, voll geil, das Thumbnail, Alter. Ah! Warte mal, ich bin Zombie. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Ach, hier. Leute, hey. Was? Keine Ahnung. Oh, okay. Entschuldigung. Wie gesagt, also wenn du nichts zu tun hast, du kannst doch mal kurz zu mir. Ich habe eine Aufnahme. Ich habe eine Aufgabe. Du hast eine Aufnahme für mich? Oh ja, ich habe eine Aufnahme für dich. Ja, lass mich mal gerade eben das Feld hier noch fertig machen. Jo, klar. Und dann können wir das gern probieren. Aber ich weiß nicht, ob du der Aufgabe gewachsen bist. Ich glaube nicht. Wenn doch, es danach geht. Kannst du mal deine Bauskills unter Beweis stellen? Ich habe keine Bauskills. Doch, ich glaube fest an dich. Hast du mein Solo-Let's Play gesehen? Oh. Vor der Folge 500. Ich habe alle Folgen gesehen. Bis zur Folge 500. Und die hast du durchgeskippt? Nein. Klar, du hast die durchgeskippt. Ja. Da habe ich einen Höhlensound. Ja. Siehst du? Ja. Scheiße. Moderiere. Was? Ach so, ich soll was sagen. Ja, liebe Freunde, das ist live. Moderiere.
Der RPG-Kurgarten, Schluck auf. Wäre eigentlich ein super Ding für ein Outtake, aber naja, Gott, er will ja nicht. Das muss ich halt aufpassen. Und deswegen muss ich moderieren. Er hält jetzt die Luft an oder er trinkt oder was auch immer er tut. Ich hab's doch schon immer gewusst. Er trinkt. So, dann machen wir mal. Moderiere, sagt er. Das klingt auf jeden Fall schon mal goldig. Der RPG-Kurger mit einem Schluck auf. Ja, dann nennen wir ihn Schluck auf, Kurger. Alter. Mach mich nicht nervlich fertig. Ach, das würde ich niemals tun. Hey, ist weg! Ist weg! Scheiße. Ja. Ich habe nie gesagt, dass du das nicht als Outtake nehmen darfst. Ach, vielleicht nehmen wir es als Outtake. Mal gucken. Vielleicht nehmen wir es auch als Teaser. Mal schauen. Was ich ja auch sehr interessant finde, ist, du hast ja jetzt auch wieder angefangen, einen Teaser zu bauen. Ja, aber nur bei den LPTs. Ja, das reicht doch schon. Finde ich ganz wieso interessant. Wieso wird die Scheiße hier schwarz? Das echt freilassen, ey, so eine Scheiße. Du meinst so Ecken oder was? Ja. Ja, da, wenn du Treppenstufen setzt, das liegt aber an Minecraft. Das ist aber scheiße. Ja, aber das liegt an Minecraft. Muss ich das freilassen, ey? Sieht voll behindert aus. Und dann mach doch einen Glowstone rein oder so. Was? Wolltest du schon wieder böse werden? Oh ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, das sieht schon wieder so behindert aus. Na, ich ahne, was du sagen willst. Das lassen wir mal sein. Fachärztin für Allgemeinmedizin. Alter. Hey, komm, ich hab mich am Zaum gehalten. Alter. Oh ja. Ja, tut mir leid, ich hab einen ganzen Tag hinter mir. Ich merk schon. Geht das bei dir zu Lasten des Hirns, ja? Oh ja. Okay. Welches Hirn? Ach stimmt, da war ja was. Nee, da war ja nix. Der war gut. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Ja, so manchmal, weißt du? Da haust du schon mal innen raus. Ja, so ab und an überkommt's mich und dann... Du verstehst. Dann kannst du nicht mehr widerstehen, ich weiß. Nee, dann kann ich auch nicht mehr an mich halten, dann muss ich einfach, weißt du? Kann ich nicht mehr an mich halten. Oh mein Gott, Alter. Hey, du fängst damit an. Mit was? Ja, mit so Sprüchen und so. Sprüchen und so? Ja, Sprüchen und so. Sprüchen. Wollt ihr die totalen Sprüche? Ja, genau. Wollt ihr die totalen Sprüche? Wollt ihr die totalen Sprüche? Oh Gott. Ich würde, wenn mein Bruder jetzt reingekommen wäre und mich angeguckt hätte, was geht denn mit dir? So, ich darf mit Freude verkünden, alle unsere Felder sind voll. Nice. Ein Bausparvertrag. Sweet. Nee, nice. Das war sweet. Kennst du Candy Crush Saga? Ja. Für Handy. Das zocke ich ja und oh Gott. Ey, komm, so schlecht ist das gar nicht. Macht voll Spaß. Oh. Und jedenfalls, immer wenn man da ein paar gute Punkte hintereinander holt, sagt der nice. Sprecher dann... Nee, das nicht. Sagt der Sprecher dann, sweet. Okay. Und dann muss ich mich immer übelst wegschmeißen, wenn er sagt, oder delicious. Oder ja. So. Da muss ich mich immer übelst wegrotzen, wenn ich das höre. Ich zocke aber dann mal Pharaoh's Way, so ein bisschen Slot, weißt du? Sweet. Und da habe ich so einen drauf, so einen Sprecher, der sagt immer, nice. Haben wir eigentlich einen Eimer mit Lava? Ich habe einen Eimer mit ganz anderen, nee. Nee, ich glaube nicht. Warte mal, ich brauche Steinmauer. Ich glaube, das geht mit Steinmauer besser an der Stelle. Oder, was meinst du? Hast du eine Spitzhacke gerade? Ich habe eine Spitzhacke krumm. Ja, kannst du mir die mal bitte geben, kurz? Ich gebe dir dafür... Da, hinter dir. Brauche ich nicht. Geh weg mit deinem komischen Kraut hin. Ey, du bist ein bisschen Kraut. Da. Nee, nicht hier hin. Bau die mal in den Burghof. Ach so, übrigens, wenn du jetzt nichts zu tun hast, ich zeig dir mal, was du machen könntest. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe und eine sehr schwierige. Eine schwierige. Pass auf, also die Standardhöhe liegt hier, wo der Balken ist, der Kackstift. Wo unten ein Cobblestone ist, ja? Und ich möchte, dass du alles unter, was unter dem Ding ist, ein Gefängnis machst. Ein Kerker. Mit ein paar Zellen und so weiter. Kriegst du das hin?
Da musst du ja natürlich ganz schnell. Warte mal. Das hier ist die Höhe. Das ist die Höhe, wo man drauflaufen soll. Optimalerweise baust du den aus Cobblestone, weil ich will dir auch noch so einen Marktplatz drauf machen. Und drunter, alles das, was hier, warte mal, ich muss erstmal Cobblestone haben, damit ich erstmal einen Anfang finde. Dann können wir loslegen. So. Alles das, was dann unter dem Ding ist, wäre cool, wenn du da irgendwie so eine Gefängnis draus machen kannst. Mit einer Lage. Du kannst doch noch eine drunter setzen, noch, so ist es nicht. Ich stelle mir das so vor, dass dann in der Mitte ist dann so ein großer Raum und von dem großen Raum gehen dann 3-4 Zellen oder so an die Wände. Wisst ihr, wie es mit? Ja, müssen wir mal probieren. Oder lass dir da mal was einfallen. Du kriegst da schon irgendwie was hin. Ich vertraue da mal auf deine nicht vorhandene Kreativität. Das ist gut formuliert, weil genau so ist es zutreffend. Aber du kriegst das schon hin. Ich glaube fest an dich. Ach du Scheiße, er glaubt fest an mich. Und an deine rechte Hand, glaube ich fest dran. An meine rechte Hand? Oh ja. Yeah. Alter! Warte mal, nur weil ich damit eine Schaufel schwingen kann, hä? Aber es ist meine Schaufel, die du schwingst. Nein, es ist meine Schaufel. Wir müssen das Thema wechseln. Ja. Haben wir noch einen Eimer mit Lava? Hab ich gerade eben gesagt, haben wir nicht. Hatten wir nie. Werden wir nicht haben, kommen wir nicht mehr rein. Schade, ich brauche aber unbedingt einen. Ja, dann. Hol dir doch einen. Ah. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Gut, so sieht der Ofen aus. Sieht schon mal nicht schlecht. Hier baue ich einen. Ach, ich brauche einen Amboss. Hast du einen Amboss? Kann man parat irgendwie? Schade. Habe ich nicht mehr. Ach, du hattest doch mal in deiner Bude einen. Ich glaube, da steht doch noch einer. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hol dir den. Guck mal den Amboss. Ohne dass der kaputt geht? Ich glaube nicht. Haben wir noch Eisen? Bestimmt, oder? Jetzt gerade nicht. Alter, wir haben wirklich kein Eisen mehr. Okay, also ich kann den Amboss doch abbauen. Geht doch. Gut. Ich höre hier immer noch das Enderportal. Das Enderportal? Das Netherportal, sorry. Übrigens, wir haben schon wieder, glaube ich, rund ungefähr 12 Minuten auf dem Kasten. Ja, so in etwa. Ich bin gerade am Vorbereiten mit der Schippen und so, weil ich brauche ein paar Schaufeln. Ich verstehe. Nicht? Nicht. 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 Boah, ich habe mir in den letzten Tagen habe ich mir eine Hitler-Stalin-Dokumentation angeguckt. Okay. Ja, tut mir leid, das ist meine Langeweile. Also, was ist Langeweile? Ich habe eigentlich zu tun, aber irgendwie... Ich tue mir dann immer solche Dokumentationen im Hintergrund laufen lassen und tue dann dabei irgendwie arbeiten oder so. Also tue ich hier Zeugs machen halt und... Aber ich irgendwie... Ich weiß nicht. Ich kann dann einfach nicht mehr wegschalten und ich muss dann immer hingucken. Weißt du, wie es wird? Ja, ja, klar. Das ist irgendwie so... Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann das nicht beschreiben! Es ist so ein unglaubliches Gefühl, neben dir einschlafen zu dürfen. Ja, das habe ich mir dann damals auch gedacht, dass er irgendwie seine Hände bei sich behält. Aber ich habe jetzt in den letzten Wochen hier Nächte durchlebt, weißt du? Die Hölle, es war die Hölle. Ja, ja, du solltest tunlichst nicht nochmal auf die Idee kommen, hier schlafen zu wollen. Ach, ich finde es schön bei dir. Schön angenehm. Ja, ja, ist klar. Nee, wirklich, also schön räumlich und wohnlich hat das bei sich, das ist schon echt angenehm. Ja, das glaube ich dir, aufs Wort. Wieso? Du weißt doch, wo du wohnst. Ja, aber das Erste, was du gemacht hast, als du hier reingekommen bist, Rucksack in die Ecke geschmissen, wieso ist kein Kaffee fertig, du hässlich auf Horel und solche Spielereien. Gleich erstmal ein Moro gemacht, weißt du? Ja, genau. Wo sind denn hier deine Biervorräte? Genau. Sie müssen vernichtet werden. Erstmal ein Moro gemacht, weißt du? So, jetzt machen wir hier gerade mal so ein bisschen... Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Freue mich. Die Schmiede wird, die nimmt Gestalt an. Brauche aber irgendwie... Achso, ich brauche noch einen Kessel. Hast du einen Kessel zufällig? Ich habe nichts dergleichen da. Warum? Wofür? Na, wo ich Wasser reintun kann. Weißt du, in der Schmiede braucht man auch einen Kessel. Wo man die Klingen dann reintut, bist du? Nö, sowas habe ich nicht. Warte. Ich debütiere hier, das ist... Eisen, oder? Ja, genau. Ich debütiere hier, das ist so mein erster Minecraft-Burgen-Mitbau, wenn man so will. So. Mich dünkelt, ich muss mal wieder in die Mine. Mich dünkelt.
Ist doch so, oder? Mich dolcht, mich düngt. Mich rekonvalisziert. Boah! Alter, du weißt noch nicht mal, wie das geschrieben wird, weißt du? Und dann gehst du mit solchen Wörtern hierher. Na gut, auch nicht. Das stimmt. Deswegen hörst du solche Wörter auch nicht von mir. Heißt, ich müsste in die Mine, aber ich hab keine Lust. Ja, das tut mir leid. Nicht. Kannst du mal aufhören, meine Arbeit zu machen? Geh in die Mine und besorg einen Lava-Eimer. Ich warte jetzt, ob es die Folge zu Ende ist. Das mache ich nächste Folge. Ach so. Wie viel haben wir? 2 Folgen. Nein, ja, wir können jetzt mal die Folge beenden und bedanken uns erstmal fürs Zusehen. Ich musste dich jetzt verarschen, das tut mir leid. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis denn dann.